Hey ho, meine Lieben, heute back to the roots, ganz klassischen Schweinenackenbraten auf dem Grill mit ein bisschen Räuchern. Moment, hier habe ich ihn. Einfach nur ein Schweinenacken, schön gewürzt. Den habe ich ja die Cam sogar mitlaufen lassen, wo ich den gewürzt habe. Zeige ich euch gleich. Ja, also Schweinebraten. Schale wird nachher mit Wasser gefüllt, wird unten drunter gestellt. Und zum Räuchern habe ich hier noch ein paar Hickory Chips gefunden. Und die hauen wir einfach mit den Grillen rein. Und fast fertig ist dann ein richtig geiler Schweinebraten. Haben wir schon so lange nicht mehr gehabt. Ja, muss ich einfach mal wieder machen. Wurde gewünscht. Und ja, also mache ich das. Aber jetzt rein und gucken, wie ich den Nacken gewürzt habe. Attacke! Bereiten wir mal unseren Schweinsbraten zu, den es heute Abend dann gibt. Da kann er sich dann noch so 2, 3, 4 Stunden schön entspannen. Wir werden den jetzt mit dem Estragon-Senf, wo ich bekommen habe, schön einkleistern, einschmieren. Und dann werde ich das Ganze mit der Pick Bang Theorie von McAllister's Outdoor Cooking einwerben. Das machen wir jetzt. In die Schale habe ich mal schon eine Folie rein. Dann klebt nicht alles gleich von Haus aus in der Schale. Und wir haben ja auch die Gewürze, was wieder wegfallen, trotzdem mit am Fleisch. Wir müssen einfach nicht so viel rumpopeln. Ja. Oh, habe ich das schon lange nicht mehr gemacht. So einen schönen, schönen, leckeren Schweinsbraten. Schon seit Ewigkeiten nimmer. Derweil ist das das einfachste und leckerste. Ja, das haut, ja doch, so halbwegs haut es hin mit der Folie. Das einfachste und leckerste, was man auf dem Grill machen kann. Und auch das ist immer wieder mal ein Video wert. Besonders für die Quereinsteiger unter euch, die vielleicht nicht die älteren Videos angucken, weil es einfach zu viele sind oder noch nicht drauf gestoßen sind. Ja, und genau dafür mache ich sowas. Nicht alte Videos neu hochladen, sondern einfach neue machen. So, dann pudern wir das ganze Teil ordentlich ein. So, von hinten noch. So. Und wenn das meinem Besuch nicht schmeckt, ist McAllister schuld. Haha. So. Und dann können wir das ganze Ding auch schon einpacken, wenn wir es denn irgendwie hinkriegen. Dann ziehen wir einmal die Folie drüber. So. Weg damit. Und genauso packt man den jetzt noch eben, wie gesagt, ein paar Stunden in die Kühlung. Das dürfen die Gewürze noch sauber einziehen und dann später geht's auf den Grill. Draußen natürlich! Es ist schönes Wetter. Was ist das? Tja, die Kruses kochen uns schön Grünkohl, dass man den portionsweise einfrieren kann. Ja, und dann haben wir eine ganze Zeit lang Grünkohl. Aber Leute, jetzt probieren wir doch mal ein bisschen was von dem Zeug. Also Leute, nicht wundern, ich war vorher schön beim Schwimmen. Ja, und jetzt, angeblich soll er schon schmecken, hat Frau Kruse vorher gesagt.
die kann Grünkohl machen. Aber ich habe nichts gesagt. Gut, wir sehen uns dann später wieder. Bis dann. Also für euch bloß ein Schnitt. So Freunde, ich sage jetzt einmal, zu 90% sind die Kohlen durchgeglüht. Die oberste Schicht noch nicht ganz, aber die entzünden sich dann schon noch. Jetzt machen wir uns hier wieder einen schönen indirekten Bereich. Hey, das ist ja im Prinzip schon ein Anfängerguide heute. So. Also wie gesagt, schön nach hinten die Kohlen, nach vorne dann unsere Tropfschale. Die füllen wir mit Wasser auf. Habe ich hier schon vorbereitet. Damit machen wir ein schönes Klima sozusagen in den Grill rein. Dann kommen unsere Hickory-Chips. Einfach ganz hardcore brutal über die Kohlen. Mal das Wasser noch raus hier. Kann ich den Rest hier nicht so auch noch drüber kippen. So. So, der Kohlenrost. Kohlenrost, der Grillrost. Und es fängt schon heftig zum Räuchern an. So. Und dann kommt unser Hauptdarsteller, unser Schweinsbraten, unser Schweinenacken drauf. Wieder mal viel zu gut eingepackt. Boah. Ich sehe nichts mehr. So. Boah. Heiliges Lächle. Und so darf unser Nacken erst einmal ordentlich Rauch ziehen. Das nimmt er ja eh bloß in der ersten Zeit auf. Ich nagel's mich jetzt nicht fest. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Ich glaube bis 40, 50 Grad. Ich weiß es nicht mehr. Auf alle Fälle die erste Zeit nur. Und ja, dann ist das Räuchern eh überflüssig. Ja. Erst einmal Motorrad wegfahren lassen. Und einen Unterschied gibt's noch zu früher. Früher hätte ich das ganze Ding jetzt komplett verkabelt. Das spare ich mir mittlerweile alles. Ich nehme einfach Einstechthermometer. Also manche Worte sind immer noch schwer. Messer mal die KT später. Den Nacken werden wir dann auch mal drehen, dass er von allen Seiten mal die Hitze bekommen hat. Also von hinten vom indirekten Bereich rüber. Das ist ja die Strahlungshitze sozusagen. Und ja, was soll ich sagen? Angezielt sind 75 bis 80 Grad Kerntemperatur. Und dann ist das Ding soweit fertig. Was wird es dazu geben? Ich glaube irgendwas so mit Kartoffelspalten, Country, Potatoes, sowas hat Schatzi gesagt. Aber das sehen wir dann später. Gut. Dauer? Keine Ahnung, wir haben es jetzt 5:30. Wenn ich es nicht vergesse, werde ich dann später noch die Zeit wieder dazu sagen. Also, bis, ja, Cut, nächste Szene. Mittlerweile 5:45, Grilltemperatur etwas über 150 Grad. Ich habe gerade wieder aufgemacht. Huhihi. Drehen wir den jetzt einmal um. Mich interessiert es jetzt ganz einfach. Rein Interesse halber. Aber ich glaube, 31 Grad sind noch viel zu wenig. Und glasieren. Ja, lutschen, genau. Und glasieren tun wir den natürlich dann auch noch.
10 vor 7. Wir gucken einfach mal hier nach, was er KT schmeißt. Einfach nur Interesse halber. Ja, der ist noch weit weg. Noch nicht einmal 50 Grad. Aber einmal leicht mobben, gläsen, glasieren, bepinseln, einkleistern, einschmieren. Naja, und was euch sonst noch so einfällt. Hier tun wir mal ein bisschen die Kohlen auseinander. Die erstecken sich ja schon wieder gegenseitig. Das merkt man auch am Temperaturabfall. So. Und jetzt geht da wieder was. Weil es knapp unter 150 Grad eben waren. Oh Mann, Leute, mir ist ja vorher echt ein Anfängerfehler passiert, dass es schlimmer nimmer geht. Ich denke mal die ganze Zeit, warum geht die Temperatur runter? Naja, und wo ich die Asche runtergeschoben habe, habe ich aus Versehen komplett zugemacht. Aber mittlerweile haben wir schon wieder ein bisschen mehr Temperatur. Die Kohlen glühen wieder etwas mehr. Und was ich zusätzlich gemacht habe, ich habe mal ganz einfach noch ein paar Kohlen angefeuert. Und die gebe ich hier jetzt an der Seite mit hinzu. Eine haben wir noch. Ja, und dann sollte das Ganze gerettet sein. Also infolge meines Anfängerfehlers, Zeitangabe irrelevant, wie lange wir gebraucht haben oder ähnliches. Tja, blöd gelaufen. Aber wenn ich jetzt schon dabei bin, naja, 7:45 haben wir es gleich. Hauen wir hier nochmal ein Glas drauf. Und dann messen wir nochmal die KT. So. Ah ja, das Glas dient wieder die geile Smoky Whisky von Nabisaus. Ja. Sagten die KT von den Fleischbrocken mittlerweile. Oh ja, 60 Grad knapp. Wunderbar, wir sind auf einem guten Weg auf der Zielgeraden. Ich sag's euch, 20 vor 9, jetzt habe ich mal so richtig Kohldampf. Ja, 74, komm, 75 Grad soll's haben. Oh. Fertig, Leute, fertig. Unsere Granate hier ist definitiv fertig. Und jetzt kann man unten zumachen. Tja. Jetzt hat es halt etwas länger gedauert, aber er sieht richtig gut aus und den bringe ich jetzt rein, ja, damit Schatzi anschnibbeln kann. So, da haben wir das Prachtexemplar liegen, was es alles Feines dazu gibt, was Schatzi noch gemacht hat, sehen wir gleich. Du kannst anschneiden, wenn du möchtest, unsere Schnibbelexpertin. Ist das da wieder drauf? Ja, kannst du gerne drauf tun danach. Also hier braucht man jetzt keinen Mittelanschnitt, weil das ist ja falsch rum. Falsch rum angeschnitten. Gott. Naja, so schlimm ist das jetzt auch nicht. Damit können wir leben.
Also da unten läuft schon der Saft raus. Genauso wie mir aus dem Mund. Dann kann ich eigentlich bloß sagen, alles richtig gemacht. Tja, dann werden wir dann mal die Teller beladen und euch jo, ein schönes Tellerbild noch zeigen. Und dann natürlich probieren. Da haben wir das Tellerchen. Das wäre jetzt Gurkensalat, diese Country Potatoes, Kartoffelspalten. Ja. Ja, sowas in der Richtung. Ein Eiersalat hat Schatz noch dazu gemacht, aber jetzt zuerst einmal den Hauptdarsteller. Mhm. Schön rauchiges Aroma, nicht zu sehr. Einmal frei. Kartoffeln. Heiß. Einfach mit Salz, Pfeffer, Rosmarin gewürzt. Ja, lecker selber gemachter Eiersalat. Schmeckt auch sehr lecker. Jetzt schreien sie wieder alle, wie der geht. Oh, ich liebe Gurkensalat. Leute, ich esse jetzt in Ruhe und nachher dann. Ja, so Freunde, dann kommen wir noch zu unserem heutigen Fazit zum Essen. Ja, mit wem fangen wir an? Herr Kruse! Ja, war sehr lecker. Alles war sehr lecker. Eiersalat, Kartoffeln und das Fleisch. Heute mehr zufrieden gewesen mit der Beilage? Ja. Tja, also... Ich hätte dazu auch noch mal Semmelknödel gegessen. Hm. Was schüttelst du im Kopf? Du und deine Knödel. Ja. Ja, für die Knödel steht Wedel von der Prämie. Ja. Also, sprich? Es war sehr lecker. Es war alles gut. Die Kartoffeln, das Fleisch, der Eiersalat, der Gurkensalat. Ich fand's gut. Wunderbar, wunderbar. Kann man so machen, ein Schweinsbrater. Ja. Ja. Schatzi? Alles gut? Alles gut, alles gut. Finde ich auch. Alles sehr gut. Rauchnote war vorhanden, war gut vorhanden, aber bei Weitem noch nicht so viel. Deswegen haue ich ja am Anfang immer das Holz rein. Gut, kleines Missgeschick mit... kalte Kohlen. Ja, Schatz sagt wieder kalte Kohlen. Aber Anfängerfehler, sowas passiert. Aber ich habe es noch rechtzeitig gemerkt. Ja, Ende gut, alles gut, würde ich mal behaupten. Vieles nicht mehr übrig. Haben wir alle reingehauen, wie die Verrückten. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich noch frohes Ostern. Ja, bis das Video kommt, ist das eh schon wieder vorbei. Und Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Abos. Freundliche Kommentare, wird alles sehr gern gesehen und hasta la vista, Tschaikowski, wir sehen uns das nächste Mal. Oh, ich brauche noch eine Kartoffel. Ich sagte ja, fast alles aufgegessen.